den Vorsprung lassen. Mm. So, erstmal Missionen, nicht wahr? 4. Ach, kommt, 4 schaffen wir auch. 4 Sterne ist easy. Ich habe ja jetzt meinen Ultra-Dings an. Ich habe ja meinen Cheat-Mode an. Also, wir brauchen 2 Kisten, ja? 2 Kisten. I kissed a girl and I liked it. Wie ging das nochmal? Wie ging nochmal Spiel? So. Entschuldigung, oh, yeah. Ich muss erst mal reinkommen. So. Hallo. Activating combat mode. Hey, hallo? Oh, yeah. Resolved. Also ich glaube, die 4-Sterne-Missionen sind gar nicht problematisch. Kisten, naja, neue hätten auch... Was? Vorgeist Hass ein, ja. Aber es ging ja, also war ja nichts Schlimmes diesmal. Es war ja nicht, dass die Leute festgehalten haben. Das macht mich ja immer so aggressiv. Hä, Blitzgar? Ich habe noch gar keinen Blitzgar. Let's go. Oh, mein Hals. Mein Hals. Activating combat mode. Aimbot ist nicht am Start, würde ich sagen. Nicht Giftgas. Please, oh, not, yeah. Giftgas. Conflict resolved. Da ist die Kiste. Und da ist der Robo, der Staubsauger. Sehr schön. Activating combat mode. Oh ja, muss es jetzt sein? Ich bin doch fast durch. Oh, Conflict, yeah. Resolved. So. Die Missionen sind irgendwie jetzt nicht so spannend, ne? Eisgar? Jetzt kommen die coolen Sachen, oder was? Activating combat mode. Aua, jetzt mach mal nicht. Mach mal jetzt nicht diesen, ne? Conflict resolved. Oh yeah. Katana. Ich kenne nur Katana. Also ich dachte mir jetzt, wir machen für den Anfang erstmal so richtig die Mission, ja? Und dann machen wir ein bisschen so Story am Stück, ja? Ah, Mann, das Fluss-Chocobos. Oh, das war schon Stufe 5, ne? Oh Gott. Kann ich 5 überhaupt? Naja. Activating combat mode. Entschuldigung, ich suche nur eine Kiste, Leute. Conflict, oh, yeah. Resolved. Ich suche wirklich nur eine Kiste. Wie war nochmal Map hier? Okay, da kann ich lang. Oh Gott, ganz am Ende, oder was? Ich hab so ein bisschen Hals, ne? Als es draußen so kalt war, hatte ich in meiner Wohnung 18 bis maximal so 23% Luftfeuchtigkeit. Jetzt hatte ich tatsächlich nach dem Suppe heute kochen 42% wieder. Mein Smiley von dem Fernseher, ja genau. Von dem Klima, Thermometer hat das erste Mal wieder gelächelt. Es gab so Suppe. Erbsensuppe mit Schwemmer. Ja. Activating combat mode. Boah, der hält aber schon ein bisschen was aus, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Hygrometer, was ist denn jetzt ein Hygrometer? Oh, warte mal, wie ging nochmal? Stopp. Was, Y? Wie war nochmal, warte. Taking you down. Ah. Oh no, you don't.
Ich muss ja den Kampfziel machen. So. Activating Combat Mode. Boah, ich erinnere mich noch an Lurkers Post wirklich, wo einfach diese scheiß Schwämmchenstücke drin waren. Oh yeah! War schon lustig. Conflict resolved. Hallo, ich wollte Sie gerade mal töten. Ist das in Ordnung für Sie? Here we go. That's enough. Boah, 2000 Damage gemacht. Conflict was ist mit resolved. Dir? Aber nicht lecker. Aber es war lustig. Also ich glaube, Stufe 6 sollte ich noch nicht machen, falls es das überhaupt gibt. Aber wo war das? Es war doch Gegenstandsfusion. Hier müsste das gewesen sein, nicht wahr? Ich will meinen letzten Gegenstand freischalten. Ich möchte 4 Gegenstände haben. Ich brauche das. For the science. Activating combat mode. Tschüss. Oh, yeah. Resolved. Also. 4 Kisten, sagst du, ja? 4 Stück. Okay, der Weg geht aber auch direkt weit. Mann, geht weg, ihr ekligen Pupskäfer! Conflict resolved. Keiner mag euch. So. Activating combat mode. Oh, Conflict yeah. resolved. Schwemmscher sind einfach hessisch. Also, das ist einfach Ei mit Mehl. Oh yeah. Bisschen Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Ja, ja. Nur diese Boxen-Games sind schlimm. Quadra-Slot. Activating combat mode. Was ist denn? Ja, warte. Lass mich raus. Was ist denn Quadra-Slot? Aber. Achso, das war. Okay. Ich denke immer, also Quadra-Slot, dass du 4 Slots extra kriegst oder so, aber naja. Wir haben jetzt 3 von 4. Der 4. Slot. Nee, ist er nicht. Activating combat mode. Bring it on! Da bin ich schon mal drauf reingefallen. Oh, yeah. Den hatte ich schon mal. Der lügt. Activating combat mode. Heimischer ist noch nie probiert. Erbsensuppe mit Schwämmchen ist echt lecker. Wirklich. Ist echt lecker. Schade, ich dachte auch. Muss gerade los, wow. Ja, wer kennt, muss gerade los nicht. Schmeckt wirklich sehr lecker. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay. Geradeaus, soweit wie geht. Boah, jetzt reicht's aber mit diesen Kackkäfern. Conflict resolved. Also wirklich jetzt mal. Activating combat mode. Oh Conflict yeah. resolved. Komm, gib noch mal. Komm. Gar kein Problem. Komm, jetzt kannst du auch noch ein letztes Mal geben. Echt nicht? Okay. Activating combat mode. Hallo. Oh yeah. War wirklich schwer. Also, muss schon sagen, war heftig schwer. War das Drachenarmband? Ist das erst das Letzte, was ich krieg? Nee, das war Gegenstandsfusion. Das ist es gar nicht. Wo war das denn? Hä? Ojos Labor? Nee. Boah, tot! Viel Erfolg, Klebi. Kindererstung kam damals immer eine monstergroße Wurst. Süß. Wenn sind die Übergänge von Kampfmodus zu Normalmodus schnell, das stimmt. Das würde sonst wirklich. Also. Uffi.
haben so viele Missionen noch. Warte mal, Mails. Ausrüstung. Nee. Nützliche Tipps? M725. Es war doch das, okay. Okay. Das noch und dann noch eins und dann haben wir den vierten Slot. Perfekt. Warte, was? Wieso geht's hier schon lang? Was ist das für eine Veralberung? Slots. Ja! Endlich wieder! Oh, ich freue mich so auf das neue Spiel von den Danganronpa-Machern. Ich freue mich da so ultra drauf. Ich glaub dir gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, ne? Oh, der hat noch Damage gemacht, der Kacker. Wirklich, ich freue mich da so drauf. Ich hätte halt so gern endlich wieder so eine schlechte deutsche Übersetzung von Danganronpa 3. Welches denn? Irgendwas mit Master Detectives und Archive. Und Raincoat. Irgend so eine ganz komische Kombi von Sachen. Ich dachte, ich hab Stoppschutz. Leute, ich dachte, ich hab Stoppschutz. Was ist denn mit dem? Conflict resolved. Master Detective Archives Raincoat. Siehst du, habe ich fast richtig, oder? Gibt's da schon was Neues? Neuer Trailer dazu? Sag mir das doch früher. Aber du hast ihn gerade erst gesehen, richtig? Activating Combat Mode. Bring it on. Wir müssen gleich noch einen Trailer dann angucken. Gar kein Problem. Richtig. Later. Gonna love this. Better run for it. Also hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. You can do it, Zack. You can do it, Zack. Yeah, I'm on fire. Take that. Complete resolve. So. Ich habe keinen Schaden bekommen, echt nicht? Tonic hat einen neuen Trailer gefunden. Echt? Krass. Wow, was für ein? Activating Combat Mode. Boah, da bin ich ja mega gespannt drauf. Was kann das nur sein? Boah, wie du nervst. Hör auf damit. Conflict resolved. Boah, sind die ätzend. Activating Combat Mode. Nee, nicht noch einer von denen. Aua, jetzt! Boah, du alte Bratze! Hey, Zack? Ich hab gesagt Bratze und sie kommt. Spring up? Can you do it on sand? Of course. But if I do it, you owe me one date. Sure. But if you can't, you have to grant me a tiny wish. Oops. Hold on. One more try, please. Let me see. Okay, one more try. Piece of cake. Erstmal ferngucken, während man kämpft. Sag mal, es reicht jetzt. Boah, diese Todesklaue ist ja ultra abfuck. Das mit den deutschen Texten haben sie ja von Anfang an gesagt, ne? Das hatten wir ja von Anfang an. Gott sei Dank. Ich putz mal ganz kurz Nase. Was? Collector's Edition? Wo? So eine richtig krasse mit Figur und nicht nur in Japan wie diese Crisis Core Dingsbums mit 6 Statue? So richtig? Ich will die. Ich brauche die. Ich muss die haben. Wir gucken gleich den Trailer an, dann versteht ihr, warum ich die Figur brauche. Egal, ob es dieses Geisterding war oder die Frau. Ist mir egal. Ich brauche beide. Oh, yeah.
Todesklaue, die war doch nur im Schubsen. Weiß auch nicht. Hätte auch Todesrambock heißen können. USA, aber ich muss darauf zu achten, wenn sie dir ver... Activating Combat Mode. Aber USA importieren ist auch okay. Ist mir egal, ich brauch sie. Complete Resolve. Falls sie noch eine Niere haben wollen, gar kein Problem. Ich hab E2. Die kriegen die eh schon mal eine Entzündung hatte. Activating Combat Mode. Das war die linke. Halt meine rechte Niere. Was, Allmann? Arimane! Conflict resolved. Oh yeah! Oh Gott, wie geil. Spoiler dich doch jetzt nicht! Locker, du spoilerst dich jetzt nicht! Wir gucken doch gleich! Dominik, sag Bescheid, wann du eine Folge fertig hast, ja? Also, wann ich... dann machen wir einfach kurz Pause dazwischen. Ob Jen mir eine mitbringt? Ja, ich glaube, also Jen und ich sind also auch... Also, wir haben echt viel, also so Kontakt so zwischenmenschlich. Es wäre gar kein Problem gewesen. Conflict resolved. TP Boost plus plus. Activating Combat Mode. Ich muss eine TP-Boost ändern. Ich krieg nicht über 9999 HP leider. Conflict resolved. Aber naja. Passiert. Sind halt ein Noob. Activating Combat Mode. Leute, jetzt entspannt euch! Oh, Conflict resolved. Ich muss mal mehr darauf achten, dass ich den Modus wechsle, wenn ich normal angreife. Activating Hallo. Combat Mode. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Und oh dann yeah. auch wieder Tschüss, ne? Conflict resolved. Hätte nicht mit die Zeichnung von Joker. Bringst mir einen Collectors mit? Danke im Voraus. Nee. Oh, vier, da war es gerade. Ich glaube nicht, also sie hat mich so auf dem Schirm. Ich glaube nicht, dass Pia da was hilft, tatsächlich. So. Ich hab doch Dings gekriegt, ne? Feuergar, Blitzgar und Eisgar. Kann ich damit was Schönes machen? So, zum Beispiel, wo ist denn mein Feurer? Das ist ja mein Feurer. Kann ich da dann noch irgendwas Schönes dazu tun? Ich habe da so Steinchen. Ist es hier? TP-Stein. Wieso geht das nicht? Magiestein? Will ich nicht. 10% Willenskraft. Vielleicht lieber irgendein Stoppimpuls? Das hilft nichts, nur einer. Das ist natürlich doof, ne? Naja, fusionieren wir halt einfach so. Das mit Glanz müssen wir jetzt natürlich noch mit den anderen zwei machen. Gali, Grün, Jen, Brudi, bring mal Colli mit. Du weißt, Colli, ja. Ich glaube auch, also wäre gar kein Thema gewesen. Also ihr Koffer war bestimmt nicht voll. Ich bin mir da ziemlich sicher, da war noch ultra viel Platz, ne? Bestimmt, oder? Ob Jen die auch wieder ab... Ich glaube Final Fantasy da... Also Kingdom Hearts würde sie nicht zurückgeben, aber also ich glaube, mit Final Fantasy hat die nicht so viel am Hut. Stoppimpuls. Hat er leider nicht überlebt. Wow. 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 Alles bei Toro reingequetscht. Du brauchst ja nichts, nicht wahr? Kann ich mir auch ein bisschen vorstellen. Wo ist denn mein Eis? Ach, hier ist mein Eis. Mehr habe ich nicht. Wow. Ich bin echt schlecht. Was soll die Kacke? Warum bin ich so schlecht? Tu erstmal Taschentücher da rein.
reicht so. Ich könnte natürlich auch was richtig Cooles machen. Ich hätte halt gern Vitaga. Ey, warte mal, was war hier noch jetzt? Schockimpuls, den habe ich doch schon. Aber dann hätten wir es fertig. Jetzt haben wir es in den 120 Liter Kopf packen. Ja. Vielleicht noch eine Ersatzunterhose, wenn er Glück hat. Aber das ist dann also auch schon sehr nett, ja? Und hat keine Ahnung, wie viel Shit ist eingepackt und man kommt mit dem wieder, mit dem man losgefahren ist. Ja. Aber bei mir war es teilweise auch so, dass das halt noch am wenigsten dreckig war. Zum Beispiel Zeltlager war ganz schlimm, ja? Weil da halt so eine Grundfeuchtigkeit immer war und es dann alles so gemodert hat. Und das, was du dann, also mit dem du gekommen bist, war noch das, was am wenigsten benutzt wurde. Wie gibt's da am Automaten? Ja, trotzdem. Also, trotzdem. Hat einen Final Fantasy Jenga-Tisch. Let's go! Activating Combat Mode. Wer verliert, beschafft mir eine Collector's Edition von Raincoat Detective Master Archives. Dingsbums. Einen komplizierteren Namen hätten die sich echt nicht aussuchen können, ne? Ein Griffon. Nee, Diggi, das meine ich. Oh, no, you don't. Conflict resolved. Hat NFC. NFC zahlen müssen wir es? Keine NFT, bitte. Hä, 7-3 ist jetzt frei. Sag mal, da kommt man ja nie weiter. Schwarzkappe. Oh Gott, wie kommt man denn hier jemals durch? Chat, wir kommen hier nie durch. Was soll denn die Kacke? Wie kommen wir... Hä, wie soll ich jemals... Hä? Wir gehen noch mal ganz kurz in meine Ausrüstung. Ich habe ja jetzt noch einen Slot frei. Den habe ich ja leider noch schlauerweise nicht befüllt. Also der TP-Boost, ja? Wenn ich den jetzt ablege, dann habe ich immer noch fast 9.999. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise Materia-Fusion und jetzt auf die Vitra gehe... Der vielleicht noch ein Vita-Ding. Und hier kann ich jetzt die TP-Steine da reinmachen. Das sind Seelstein. Ich hätte gern die TP... Mit welcher kriege ich das? Habe ich vielleicht schon eine mit TP plus? Sub-Vitra. MP absorbieren ist halt auch schön. Ich habe zu viele Vitratras. Schwarzmeister gibt auch TP. Schwarzmeister, was? Schwarzkunst. Das heißt, wenn ich... Was, Sprengklinge? Nee, ich will meine Schwarzkunst behalten, bitte. Das Seismos? Nee, ich will aber die Schwarzkunst... Warte, da war irgendwas mit Plus. Wirbelattacke. Nein, ich will die... Wall... Nein! Nein, gib mir... Schwarzkunst zurück. Die hat TP dran. Ich brauche die. Kann ich einfach einen Gegenstand dazu machen, ohne was anderes? Es bringt ja nichts, Mann. Ich will TP dazu. Ich will Unreal Tournament spielen. Wenn ich die Sub-Vitra nehme, ja? Und da noch TP-Steine reinballer. Mystery for Limited Edition. Heißt sie so? Oh Gott. Jetzt hört auf zu spoilern. Wir gucken uns das gleich an. Die Sub-Vitra. Jetzt habe ich fast 9.900, das reicht.
wäre halt am besten, wenn ich Schwarzkunst noch, also noch eine Schwarzkunst finden würde, damit ich die dann verschmelzen kann und da noch TP-Steine reinballern. Achso, hier. Was mache ich denn hier rein? Ich hätte hier auch einfach TP reinmachen können. Was ist denn Wheat? Was ist denn Wit? Was macht es? Schützt vor Gift. Schützt vor Stumm. Schützt vor Stopp brauche ich. Ich hatte irgendwas mit Stopp. Wo war das? Ich glaube, das war das Gift. Einigen Fertigkeiten stumm. Stopp. Stoppimpuls war aber eigentlich ganz gut, ne? Schützt vor Stumm. Schützt vor Fluch, benommen. Schützt vor Stopp ist eigentlich eine schöne Sache. Aber der Stoppimpuls war schon geil. Ich nehme den jetzt. Angriff, beste Verteidigung und so. Ich hätte noch gern, unbezahlbaren? Ja. Nee. Übersinnliche Wahrnehmung. Nein. Wo war das? Kostbarkeiten? Genau, die städtische Entwicklung finde ich ganz schön. Okay, Fisselchen, du musst schauen, dass ich eine Special Edition krieg. Also bezahlen durch sie selber. Keine Sorge. Oh yeah. Oh yeah. Irgendwie manchmal droppen die Frames bei dem Spiel so ein bisschen. Activating Combat Mode. Wäh, wäh. Nadelkuss. Ist aber ein komischer Name. Ich brauche 3 Kisten. Ich habe noch keine. Okay, ich habe eine gleich. Oh Mann, Dragora, geh weg. Oh yeah. Oh yeah. Conflict resolved. Silberarmband. Willkommen zurück, Klebe. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt oder es wird dir schmecken. Activating Combat Mode. Later. Die stoppen gar nicht. Ah, der Sucher hat gestoppt. Das ist gut. Warte mal, das machen wir mal jetzt. Die halten zwar ultra viel aus, aber wenn ich die stoppen kann, ist ja alles gut. Conflict resolved. Schön. Oh yeah. Haben wir das Level geskillt, das Schwert geskillt, gelevelt. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Truhe muss jetzt beim Boss noch sein. Okay. Let's go. Mit Eiersalat. Activating Lass Combat schmecken. Mode. Oh, die Sora halten so viel aus. Wie kann das so? Ich habe schon 9999 HP wieder. Let's go. Alles easy. Okay. Wir haben alles. Activating Combat Mode. Der Labyrinth. Oh, yeah. Aber für sich ja nicht so viel, weil Awesome macht uns ja noch Pizza, ne? Nicht, dass du dann keinen Hunger mehr hast, ne? Hier ist die städtische Entwicklung. Was gibt's jetzt? Lehre der Ärzte. Was? Ist jetzt schon Weihnachten? Ja. Never surrender. Aber so. Clemmy, spielst du es auch selbst? Oh, hier ist ja gar nichts. Perfekt. Ich liebe es, wenn ich keine Kisten sammeln muss, ganz ehrlich. Spielst du das Remake selbst? Wolfen Puffer. Abgeben. Du hast gerade erst Pizzateig gehört, die kann doch gar nicht fertig sein. Oh, oder spielt irgendwer Crisis Core Reunion gerade selber? Oh, yeah. Ich bin ein bisschen OP, oder? Also,
ich habe das Gefühl, man sollte nicht so durchkommen, oder? Nee, das muss so. Okay, na dann. Was war denn das jetzt? Habe ich eine Mail bekommen? Nein. Was ist denn dieses... Ärzte? Setzt bei niedrigen TP automatisch einen Heiltrank ein. Ist ja ganz nett, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Um jetzt mal so überheblich zu sein. Eine Mondhafe. Materielle Zusammensetzung habe zum Beispiel vielleicht Achilles benutzt. Ja, du hattest wahrscheinlich noch also Spaß am Kämpfen, richtig? Also bei mir ist nur so Button, Button, Button. Oh nein, vier Truhen und hier ist so viel Weg. Activating Combat Mode. Oh, sag mal, hör auf jetzt. Aua, jetzt hallo, ich will auch mal. Also, Entschuldigung. Warte, wir gehen jetzt. Wir machen taktischen Rückzug. Gleich. Jetzt stopp halt selbst mal. Ich sollte Schütz vor Stopp nehmen, solange ich diese Kackviecher... Jetzt hör auf! Ich raste aus! Wisst ihr was? Ich lass das mal, ja? Ich lass das mal selbst reden. All right, here comes the big one. Oh yeah. Conflict resolved. Wisst ihr, wenn ihr es anders nicht versteht, dann muss ich halt so sein. Tut mir auch leid, aber dann muss das halt. Ja, aber das Spiel hatte noch nie mehr als... Also, das hatte immer schon... Activating Combat Mode. Ha. Oh, Conflict yeah. Resolved. Bitches. Ich darf einfach nicht zu nah sein. Spiele machen nicht aggressiv. Nee, tun sie nicht. Activating Combat Mode. Machen sie nicht. Es bist, also wenn du selbst, also wenn du aggressiv bei einem Spiel wirst, dann bist du selbst aggressiv. Das Spiel kann nichts dafür. Hallo Fleischwolf. Wir haben 2 von 4. Activating Combat Mode. Nee. Oh, okay. Okay, weißt du was? Jetzt warte. Du nervst! Hey, Sephiroth, do first get special treatment? Why are you asking me? Well, you're not what you'd call an average soldier member, so... Talk to Lazard, if you want to know. Hey, are you in a bad mood? How can you know so little and still be first? Firsts can use personal equipment and items beyond those supplied by the company. Also, it's said they have the right to refuse orders. Was? Ich kann Befehle verweigern? Ich bin doch ein First inzwischen. Bringing out the big guns. Ich werde nicht mehr gegen Todesklauen kämpfen. Ja, lustigerweise ist Ben and Ed macht gar nicht so aggressiv, finde ich. Also, ich finde, Ben and Ed ist tatsächlich... Also, von dem her ein überhyptes Aggressionsspiel. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt so dumm. Aber, ich finde Fall Guys viel schlimmer, wenn dich da Leute festhalten. Ich weiß auch nicht. Conflict resolved. Ich weiß lange nicht mehr. Ich weiß. Dir geht's gut. Oder Callisto-Protokoll, wenn das tolle Kampfsystem, das echt eigentlich lustig sein könnte, so toll funktioniert. Conflict resolved. Got him. Oh yeah. Dann Ben und Ed weiter gutes Eis macht. Wowie. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch die letzte Kiste finde. Die letzte Kiste. Da ist sie. Perfekt. Alles easy. Du hast ja keine Todesklaue-Kralle neben dir, oder? Oh. Ich bin fast tot.
Ich bin fast tot. Here we go. Oh no, you don't. Du kannst mich mal, stirb. Conflict resolved. Mondhafe mal zwei, okay. Aber das war jetzt die letzte. Das heißt, ich krieg nicht mal einen Laden. Doch, Mailadresse von S6 Accessoire Laden, okay. Zeig mal. Ah, okay. Ja, aber das ist ganz praktisch. Weil die brauche ich ja, um Materia besser zu machen auch. That's very good. 25% aller Missionen abgeschlossen, kristallreif erhalten. 25 Erd... Oh Gott, wir haben Viertel. was können wir denn... Oh Gott. Hallo, Morn. Oh, im Krankenhaus. Gute Besserung. Gute Besserung. Wir machen jetzt erstmal so ein paar da durch. Und dann machen wir mal wieder, also... Activating Combat Mode. Hä? Ach so, es ist nur... Nachttanz sieht aber hübsch aus. Ich will auch so hübsche Federn. Entschuldigung, danke. Conflict resolved. Danach den Trailer schauen. Ja, also ich mache noch die Mission, die danach kommt. Und dann gucken wir kurz den Trailer. Weil dann haben wir eine Dings wieder durch. Eine Reihe. Wo war das gerade? Das war Hoyo, oder? Ja, und Versuchsmonster. Spielstopp! Sofort. Nur noch hier kurz. Und dann machen wir Trailer-Cookie. Dann lunzen wir in den Trailer rein. Oh Gott, nur kurz, ne? Nur ganz kurz. Activating Combat Mode. Angel. Taking you down, that's enough. Druck. Nee, nicht drücken. Ich bin ein bisschen benommen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Conflict resolved. Neben Schloss? Richtig. Oh, es ist so viel Platz hier. Ich brauche zwei Kisten. Hier ist eine. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte wirklich gerade sagen. Ja, und dann gehen wir jetzt hier weiter und hoffen einfach, dass die Kiste hier irgendwo ist. Oh yeah. Oder so. Conflict resolved. Activating Combat Mode. Wenn ich eine Kiste übersehe, bitte schreien. Danke. Conflict resolved. Oh nee, da unten ging es auch noch weiter. Da wird sie sein, oder? Ach. Ach. Activating Combat Mode. Mann! Angel, ich vermisse dich, aber hör auf damit. Conflict resolved. Ich sollte vielleicht gleich mal die Subvitra ausprobieren, nicht wahr? Oh, da. Gott sei Dank. So. Jetzt hier und dann ganz nach vorne. Activating Combat Mode. Okay, kurz Subvidra. Subvidra. Hä, das bringt ja gar nichts. Hä, wie lange soll ich das denn machen? Hallo? Also, Entschuldigung, aber was ist das für ein Kackding? Also Subvitra machen wir nicht mehr. Danke, danke, danke. Ich habe die Kiste gesehen. Alles wird gut. Bitte keinen Herzinfarkt bekommen. Dass die Heilung von nach dem Kampf keinen Schaden bekommen, besser. Ich mach das mal kurz. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Kein Schaden. Ich habe doch Schaden bekommen, oder nicht? Activating oh, das ist Angel. Angel-Büßer. Wollustabwehr. Ach, das war ja das Monster. Ja, klar. Habe ich jetzt einfach so. Warte kurz. Das ist Cheaten, was du tust.
So. Oh, yeah. Dankeschön, Fleischwolf, für den Resnap. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für insgesamt 7 Monate. Dankeschön. Subobvital, ja. Leider. Leider, ja. Leider.